dorthin. Front double. Set chest. Nichts mehr. Ja, nichts mehr. Trotz dass ich, also die Zuschauer, ich zeige mich euch heute sozusagen in der miesesten Verfassung, aber hey, wir wollen transparent bleiben. Um an Tag X geil auszusehen, muss man ein paar Tage vorher jetzt nicht beschissen aussehen, aber halt bisschen latschiger. Also jetzt wurde nochmal gut Gewicht verloren, wir sind im Gewichtslimit. Das war ja das Ziel, oder ist das Ziel? Das sollte das Ziel sein. Dementsprechend ja, bisschen flacher heute, aber trotz dass ich also flach bin, ist das erste Mal so, dass ich mich noch ein bisschen fühle wie ein Bodybuilder und nicht so, hallo, ich mache Kraftsport und dementsprechend, ja, ist auch cool. Ihr habt jetzt hier wirklich nicht übertrieben geilen Licht gesehen. Ich zeige es im Bad vielleicht dann nochmal, da sieht es besser aus. Jetzt machen wir noch eine Runde draußen. Und dann. Aber Samus, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist jetzt, ich meine, du hast ja eh noch ein paar Tage Zeit, bis das alles irgendwo voll und ja, das passt. Aber der Gesamtlook ist schon wieder jetzt so diese die Gesamtharmonie. Ja. Deswegen habe ich ja Matze heute gesagt, dass er vorbeikommt. Also mega. Er sieht ja die Entwicklung von zwei. Und das hat das er wieder auch, man 2018. Darf ja immer nicht vergessen, man ist ja jetzt nur wieder so, man ist beim Olympia. Ja. Man vergisst hat schon wieder so, ist komplett wieder weg, sagen, ey Moment, wann waren die Arnolds, wie lange ist das Grunde her? Und dieses kurze Zeitfenster, dass er was David auch dann immer das sagt, ist, so dass das Wahnsinn ist. Diese Progression jetzt, ist in allen Bereichen immer. Ja. Da gibt dir das ist von unten bis oben, oder? Das ist einfach, weißt du, das fließt. Good morning America. So kriegen die Nachbarn jeden Morgen um 8 auch mal was zu sehen. Denken sich wieder, Alter, die Deutschen haben sie wieder nicht alle an der Waffel, aber ist scheißegal. Jetzt hauen wir hier noch eine Runde im sehr neutralen Licht durch und dann passt es. Thank you.
ich muss echt sagen, jetzt Lecomio, oder? Ja. Er hat voll den guten Arm, der Nachbar gehabt. Ja. Er hat den rübergeflext. Weiter Weg bis hierher, eine gemeinsame Reise, auch mit der Rap One Community. Ja. Ah, das muss man auch sagen, das ist echt, das, also in eurem Interview, das haben sie jetzt ja auch schon gesehen. Rap One Island, Dennis James. Wie die Leute, ja, wie die, wann hat es das oder wie, da hast du glaube ich gar nicht vor der Kamera gesehen, wenn man ja so großartige Athleten wie Dennis hat daneben, wo ja gar nicht im Grunde so dokumentiert alles und die Leute waren ja wirklich von nichts, man muss sagen, von nichts. Ja, von Anfang an dabei. Jetzt, weißt du, from also, the bottom. Mit dem Kreis. Ja. Geil. Das war Dienstag, der 31.10. Halloween. Kurz nach 8. Halloween, Happy Halloween. Ich habe draußen schon ein paar Nachbarn erschrocken. Die Mission haben wir. Kürbis müssen wir da noch holen, aber ja, an Süßigkeiten gibt's bei uns nur Supplements, dass die Kids auch Gains machen. Und ja, das war der Formcheck. Aber gleich jetzt die paar Tage vor dem Wettkampf zu Arnold, Gefühl insgesamt, Unterschied? Ganz anders Ding. Also, das Witzige ist jetzt, so kacke, wie ich mich bei Arnold vorher gefühlt habe und wie es da jeden Tag besser wurde, so ist es jetzt andersrum, weil ich mich eigentlich vor ein paar Tagen noch besser gefühlt habe und jetzt, wie es eigentlich sein soll, so ein bisschen runtergeht, bis dann wieder zum Carb-Up. Also es läuft, wie es laufen muss. Ich fühle mich trotzdem, wie ich vorher gesagt habe, immer noch gut, immer noch wie ein Bodybuilder, sage ich mal, und nicht halt wie ein abgerupftes Hühnchen, wie es davor immer der Fall war. Es sind ja auch, wie gestern im Interview gesagt, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Schaut rein. War ein geiler Real Talk. 4,5 Kilo netto mehr Gewicht. Also, wenn man die nicht auch irgendwo spüren würde. Und zwar jetzt nicht nur ein guter Schiss am Morgen, der gefehlt hat, sondern Netto-Gewicht. Ohne dass das Vaterstaat da abgezogen hat. Nachdem der abgezogen hat, Netto-Gewicht. Ja. Das ist ja, wie du gestern auch schon gesagt hast, cooles Feeling. Mal 4,5 Kilo auf den Tisch knallen, Hähnchenbrust, was das ein Batzen an Fleisch ja, ist. Farben auch gut verteilt, das war mir wichtig. So 4,5 Kilo mehr Waden und Beine, das hatte ich nicht gebraucht, aber die Arme, den Rücken verbessert, macht schon Lust dann auch auf das nächste Paket. So. Also der Bodybuilding-Fan dann auch in mir hat dann auch selber Bock, das so danach gleich zu dir zu rennen, zu sagen, Junge, jetzt zeig mal das Material, das so, wie sah es aus, oder das dann halt so im Vergleich zu sichtigen, auch weil
Alleine kann jeder Athlet dann irgendwo gut aussehen, spektakulär aussehen, gerade im richtigen Licht. Deswegen haben wir es ganz real hier und in drei Perspektiven gezeigt, wo man bestimmt bei der einen gesagt hätte, hu, der sieht aber nicht gut aus oder hier und das. Und deswegen, wir auch gestern. Jetzt für die Leute, das hat dann geil, wenn sie jetzt geil, anfängt, ja. Die gucken, dann werden die da denken so, wow, boah, ich habe ja mehr erwartet. Ja. Dann geht es hier raus, da ist schon ja. abartig. Und so dann Lichtphase 1, ja. Lichtphase 2 und dann ja. heißt, könnten wir jetzt noch in den Posingraum gehen, wo anders im Studio, wo dann das Knallerlicht ist wie in Vegas, da würde ich dann aussehen wie, keine Ahnung, aber darum geht es ja nicht. Am Ende stehen wir alle unterm selben Licht und die Verhältnisse sind dann gleich. Jetzt gucken wir einfach, dass wir das Baby da gut reinbringen, aber der Chef hat den Masterplan und so sieht's aus. Aktueller Stand, 4 Tage out, Orlando Baby. Ich schon muss es ja gefallen. Ich weiß nicht, dass du das kannst. Ja, das ist ein da. Das ist ungefähr die Zeitspanne. Ich muss länger. Let's do this. Ah. Wie zufrieden bist du eigentlich? Und wie siehst du die Entwicklung? Ich bin richtig zufrieden. Oh, mein Baby. Er gibt alles. Mein Schatzi. Okay. Ich bin richtig zufrieden. Und man muss sagen, hey, Alice ist meine größte Kritikerin. Immer gewesen. Ich schwöre, das ist... Ja, das stimmt, ich nerv sie am meisten. Aber ich meine, das ist auch das Wichtigste, wenn sie dir jetzt nur Honig ums Maul schmieren würde, es gibt ja niemanden, der noch also so nah ist, also auch zeitlich einfach so nah dran ist, das würde echt gar nichts bringen. Also, ne? Und ich mag es gar nicht, wenn, also wenn man mir Honig ums Maul schmiert, wenn es nicht gerechtfertigt ist. Ja. Das nervt mich dann immer eigentlich mehr, weil man muss schon mit harten Bandagen kämpfen, weil man eine Weltspitze mitmachen will. Und da muss man auch von seinen Leuten, die nah im Umfeld sind, Kritik ohne Ende kriegen. Und ich bin jetzt auch froh, dass es auch so die erste Saison, wo Stefan die Samthandschuhe ausgezogen hat und mal auch sagt, Junge, so und so und das geht nicht und das Posing muss da besser werden, weil davor, ich höre es ja immer, oder er ist ja schon lange im Athleten-Coach-Game. Wenn du da einem Athlet mal sagst, wenn der Athlet dir sagt, ah, ich fühle mich flach, und du sagst, bist du nicht, mach genauso weiter, wird rumgeheult. Oder wenn man mal einem sagt, hey, du hast nicht das Potenzial für einen Profi, wird so viel der Coach gewechselt, bis der Coach kommt, der sagt, du wirst der nächste Oskar Leczinski und stehst, glaube ich, nächstes Jahr beim Olympia. Was ich sehr fahrlässig finde, auch von den Coaches beschissen, versuchen euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem die euch gut zureden, was absolut nicht der richtige Move ist. Und klar, Stefans Brot, das Coaching-Business, aber
Ich bleibe eher mehr bei jemandem, der mich hart kritisiert, als bei jemandem, wo man sich dann nicht verbessert, der mir Jahr für Jahr sagt, alles ist super, alles ist toll, alles passt. Weil das braucht man nicht. Und wofür ist ein Coach da? Beim Boxen, MMA ist der Coach da, der dir die Techniken zeigt, der dir sagt, Junge, wenn du das jetzt im Ring gemacht hättest, Grüße an Christian, dann hättest du dir so und so eine gefangen. Und von dem her, das zum Coaching-Thema und wie ich das Ganze gerne sehe, ist so ein bisschen die alte Ostblock-Schule, die ich von meinem Dad da mitbekommen habe. Immer. Ich weiß ja genau richtig, man muss auch sagen, wenn du jetzt am Samstag, du kommst da raus, es interessiert einen Teil nicht, einen Steve nicht, wer dir was für Zucker in den Arsch geblasen hat. Eben, wenn die Pose dann kacke halt aussieht. Genau, da gibt es halt die Knarre. Ja, und dann wird immer geweint, so, warum war ich jetzt doch nicht im ersten Vergleich, sondern im dritten. Und das ist schon ein bisschen mehr realistische Selbsteinschätzung vom Athleten und kein Honig ums Maul schmieren vom Coach. Und dann wird man auch besser. Deswegen, jumpt nicht darum, seid eher dankbar, dich für einen Coach zu haben, der euch kritisiert, der auch mal sagt, hey, so geht's nicht. Ich bin, wie gesagt, absoluter Fan davon. Stefan ist ja wie eine Vaterfigur für mich. Absolut Respekt, auch wenn wir manchmal rumblödeln und so. Es ist eine Person, von der nehme ich gern die Kritik an und bin da auch kritikfähig und werde niemals aufgrund von irgendwie Kritik meinem Körper gegenüber sagen, dann gehe ich jetzt halt zu einem anderen Star-Coach, der schmiert mir Honig ums Maul. Das ist nicht meine Art und das bin ich. In diesem Sinne starten wir rein und wünschen euch auf jeden Fall ein tolles Olympia-Wochenende. Bleibt dran bei Rap One, macht mal wieder richtig Welle, lasst mal wieder hier den Kanal komplett aufblühen, weil was die nächsten Wochen da noch an Bodybuilding-Unterhaltung geht, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und ja, als geile Berichterstattung unterstreicht es natürlich immer die einzelnen Athleten, von denen wir auf jeden Fall zahlreich Leute vor Ort haben hier. Und vielleicht, wenn du auch da draußen bist, ein guter, ich meine, das war jetzt auch geil mit dem Natural Bodybuilding Ding, habe ich mir angeguckt. Richtig geile Berichterstattung auch, so querbeet mal zu zeigen. Da hat es bei mir damals auch begonnen und das war so ein kleines bisschen, wie sagt man, mir entfallen immer die Wörter. Wie sagt man das? Nostalgie. Also Motivation, Nostalgie. So eine Nostalgie, so die ANBF-Nostalgie. Genau. Man sieht ja jetzt nur so diesen Megastar, der jetzt dann da ist. Und das war in der ANBF auch, wo der Matthäus schon auch geschrieben hat. Ja, es war sehr, sehr cool. Also, der hat auch direkt gesagt, er hatte dich, glaube ich, auch gefragt und hast gesagt, so, ey, du wärst mega gerne gekommen und warst schon in den USA. Wenn man die haben es dann auf dem Banner, das die Physik von mir von 2018 drauf gemacht. Ja, schon cool. Und das, ich meine, wir sind alle eine große Familie in dem Sinne. Egal, ob du jetzt ein Stoffi bist, ein Neddy bist, ein Veganer bist oder nicht. Gut, Veganer, die sind noch so halb akzeptiert. Nee, wisst ihr, aber so kann man das Ganze auf jeden Fall pushen und in diesem Sinne, ich habe mir jetzt schon meinen Mund vom Kaffee, weißt du, so Kaffee und Posen, sonst kenne ich es immer vom Wettkampftag genau den Geschmack, was ich gerade in der Gosch habe. Deswegen gibt es ein bisschen Wasser, einen kleinen Hoodwalk und dann essen. Wir sehen uns. Schau mal, ob man einen Freund findet. Ist das schön? Geil! Schau, da kommt die Schildkröte jetzt an. Wo ist sie jetzt hin? Attackiert das sie, glaubst du? Sie ist jetzt auch weg. Das ist noch eine. Sieht es denn aktuell im Coach aus? Ja, schon so Vorfreude da natürlich. Ja, weil die 3-4 Tage, die jetzt noch sind, waren schon vorbei, weil die Spannung natürlich schon sehr hoch und groß ist. Aber es passt alles, wie es jetzt ist für den Moment. Aber als Coach denkt man halt, also natürlich, ich bin einfach zu 1000% zufrieden, aber ich will das halt endlich auf der Bühne sehen. Das ist so der Punkt. Das ist so einfach, man will das halt einfach auf der Bühne sehen, weil dann ist die Spannung vorbei und dann sieht man halt, was Tatsache ist, wie die anderen ausschauen und wie die Vergleiche sind, weil bei allem, wie was vorher ausschaut und wie was großartig was ist, Bodybuilding ist ein Bühnensport und alles, was vorher ist, ist irrelevant und konzentriert sich dann auf diese 30, 40 Minuten, die das Spektakel auf der Bühne dauert, weil wirklich alles andere wurscht ist.
Insofern hätte der Coach gern, dass es Zeit ist, dass genau dieser Zeitpunkt da ist, weil es nimmt dann eine Menge Druck weg.